Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade auf ganz schön vielen Höhenmetern. Wir sind hier ein ganz schönes Stück von 700 Meter hochgelaufen. Neben mir sitzt der Simon, der hat mich hier eingeladen. Und wir gehen heute Spinnfischen auf Hecht, Topwater angeln. Aber jetzt müssen wir erstmal noch auf 1200 Meter hochlaufen. Das ist jetzt schon mega anstrengend. Ja, aber es wird geil. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier geht es mega bergauf und das schon die ganze Zeit. Wir machen jetzt knapp 600 Höhenmeter bis zum Gewässer, sind jetzt eine Dreiviertelstunde schon unterwegs, haben jetzt noch mal eine halbe Stunde, aber ich glaube, das rentiert sich dort zu angeln. Das ist ein absoluter Geheimtipp und ich bin schon mega gespannt, wie es dort oben aussieht. Also, wir sind oben angekommen. Hier ist der kleine See. Direkt vor den Füßen. Nee, ist ab. Also, gerade wieder ein Fehlbiss gehabt. Mit den Offset-Haken auf jeden Fall nicht so einfach, die Fische zu haken. Aber wenn man allein den Biss sieht, macht es schon mega Bock. Ich hoffe, man sieht den auch auf der GoPro. Aber wir fangen noch einen, da bin ich mir sicher. Thank you.
Ja, nach einigen Fehlbissen, der Simon hat noch einen gefangen, ich habe noch 5 verloren oder zumindest Bisse bekommen. Haben jetzt keinen mehr erwischt. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg wieder zurück ins Tal und schauen mal, was die Tage dann noch so geht. Ich bin nämlich die nächsten Tage immer noch in Österreich und werde den Martin und den Noel begleiten beim Karpfenangeln. Dazu kommt aber nochmal ein extra Video, aber vielleicht gibt es so ein paar Behind-the-Scenes-Szenen. Und vielleicht kann ich nebenbei auch noch ein bisschen Spinnfischen. So, es ist mittlerweile der 2. Tag und es ist schon fast dunkel. Ich begleite seit gestern die 2 Chaoten hier mit der Kamera. Ich selber angel nur mit einer Rute. Also heute Nacht kann da definitiv auch einer beißen. Und morgen früh gehe ich dann auf jeden Fall noch mal kurz Spinnfischen, weil ich muss auf jeden Fall hier in der Gegend noch einen Hecht fangen. Das habe ich mir auf den Zettel geschrieben, weil oben am See hat es nicht geklappt. Topwater-technisch war es ein bisschen schwierig, die Fische zu haken. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass die zwei hier vielleicht nächste Nacht einen Fisch fangen. Guten Morgen, wir haben gerade 5 Uhr und es hat jetzt richtig das Regnen angefangen. Hier kommt ein richtiges Gewitter. Ich habe natürlich kein Zelt dabei, weil die Wettervorhersage für die nächsten 2-3 Tage war eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt soweit alles zusammengepackt, ins Auto geschmissen. Ich wollte auf jeden Fall nochmal Spinnfischen gehen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das klappt, wenn es hier noch so ein fettes Gewitter vorbeizieht. Ich denke, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich fahre jetzt nach Hause, habe auch noch knapp 4,5 Stunden Fahrt vor mir, weil ich bin mitten in Österreich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wie immer, abonnieren nicht vergessen.